was fühlt sich echt für mich an? Bin ich das, was ich da lebe? Möchte ich das wirklich zutiefst? Und diese Frage kann stutzig machen, weil man sagt, naja, ich empfinde es ja. Und hier stoßen wir an das Thema von Projektion und Introjektion und die Frage, die man sich stellen kann, wenn man denn möchte, ist das, was ich hier empfinde, ist das, was ich als sexuelle Vorliebe habe, Bedürfnis habe, vielleicht auch Sucht habe, ist das wirklich meins, also zutiefst meins? Oder ist das etwas, was auf mich projiziert wurde, was auf mich übertragen wurde, was mir suggeriert wurde, was mir aufoktroyiert wurde, sprich übergestülpt wurde und gegen das ich mich nicht habe wehren können, das ich zu meinem eigenen gemacht habe, um mit dieser Situation überhaupt umgehen zu können, um auf emotionaler Ebene, vielleicht sogar auch auf körperlicher Ebene überhaupt zu überleben?